herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nico Flatzes Forschungskanal und wie es in dieser Folge nun weitergeht. Hier ein Update zu Passionsblume. Wir werden heute hier bei dieser Passionsblume die Wurzeln schneiden und ihr neue Erde einfüllen. Das muss ich jetzt dringend mit euch machen. Und ja. Ich möchte es mit euch machen. Ja. Also sie hat einige Blätter verloren, weil die war ja Zeit auf dem Balkon draußen und mittlerweile ist es zu kalt. Und deswegen hat sie gemerkt, dass es Herbst ist und hat ihre Blätter abgespissen. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Deswegen kommt sie jetzt hier rein zum Überwintern und kommt dann im Sommer wieder raus. Also im Frühjahr wieder raus. Gut. Wir werden heute das Wurzelwachstum schneiden. Guckt euch mal diese kräftigen Wurzel an. Ist das nicht herrlich? So, wir werden jetzt die Wurzeln schneiden. Ungefähr so viel. Ja, ich bin schon sehr zufrieden. Sie sind ordentlich gewachsen, mein lieber Mann. So. So, geschnitten haben wir sie. So. Jetzt wird die Passionsblume mit Erde befüllt. Da muss ich mal gucken. Wir nehmen diesen Topf hier und da drin wird dann die Pflanze dann mit neuer Erde bedeckt. Und das machen wir jetzt mal. So. Ich stelle sie mal kurz hier rein, das ist mir ein bisschen einfacher. Ich muss das irgendwie gucken, wie mache ich das am besten. Ja, ich mache es anders. Ich stehe zwar hier drin, aber das ist nicht so schön. So. Stell sie einfach so hin und werde jetzt die Erde befüllen. So, das ist ordentliche nährstoffreiche Erde. Die muss ich jetzt nur noch ordentlich durch die Lücken bringen. Ein bisschen schütteln und rütteln. So. So. Schütteln und rütteln. Das Plätzchen toppen wir dann im Frühjahr um, auch wenn es sehr viele Wurzeln schon hat unten. Ich warte da trotzdem immer noch, weil es hat schon einen Grund, wenn ich noch ein Weilchen warte. Immer rütteln und schütteln, damit alle Stellen voll mit Erde sind. So. Und ich wollte mich noch bedanken bei euch, dass ihr immer meine Videos schaut. Vielen Dank dafür nochmal. Da wollte ich mich wirklich nochmal recht herzlich bedanken, weil das zeigt, dass die Videos auch geguckt werden und dass es euch gefällt oder auch so. Ich danke euch dafür sehr. So. Jetzt haben wir so umgetopft. So. Die Erde ist schon feucht genug. Mehr Wasser braucht die gerade nicht, weil so viel Wasser schon stand. Und ja. Ich bin sehr zufrieden. Alle Wurzelstellen sind jetzt wieder mit Erde befüllt. Sehr schön. Jetzt kann die Passionsblume in ihr Platz rein. Der Wurzelball sieht sehr gut aus, wie ihr hier sehen könnt. Ich bin sehr zufrieden. So. So.
gern. Und jetzt gibt es noch ein paar Pflanzen-Updates. So. Dann zeige ich mal den Tamarindenbaum nochmal. Ich habe die Pflanze vorhin mit Dünger gedüngt und ja. Und die ist immer noch kräftig grün, hat sogar auch schon einen Holzstamm gebildet, wie man hier sehen kann. Wie man ein bisschen. Oh, jetzt. Also man sieht, die Blätter sind kräftig grün. Die Blätter sind kräftig grün, also ich bin sehr zufrieden mit den Plätzchen. Sehr schön. Also die ist wirklich ganz schön resistent gegen. Also hier muss ich wirklich sagen, der hat bis jetzt mir nie Probleme bereitet bis jetzt. Also der wird im nächsten Jahr wahrscheinlich noch viel größer werden. Darauf bin ich schon gespannt. Also dieses Jahr war das ein voller Erfolg mit diesem Baum. Von da vom Samen bis zum Baum. Ich bin sehr zufrieden. Also zufriedener könnte ich mit diesem Baum nicht sein. So. Dann wollte ich eigentlich noch euch was anderes zeigen. Ich habe mir seit vorgestern ein Blattspray für Orchideen besorgt. Aber das benutze ich auch für andere Pflanzen, weil hier sind auch Sachen drin, die sind eigentlich für die anderen Pflanzen auch sehr gut geeignet. Und ja, deshalb habe ich nicht verstanden, wieso die dann das immer, naja, so geschrieben haben, ja. Also man kann es auch für andere Pflanzen verwenden, finde ich, diese Nährstoffe, die da drin enthalten sind. Ja. Ich zeig das euch mal. Ich muss ja sowieso noch die Pflanzen heute einsprühen. Da kann ich euch hier noch mal die Banane zeigen, ungefähr. Zwei Tage habe ich sie damit eingesprüht und die sieht noch dunkler aus als zuvor, finde ich. Die Blätter sind noch dunkler geworden, finde ich, als sie schon vorher sind. Also ist das eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, jetzt schon die ersten zwei Tage. Hier, der schimmernde Glanz sieht einfach super aus. Und sie schiebt auch jetzt ihr neues Blatt, ist raus, wo sie gemerkt hat, dass es wieder schön warm hier drin ist und schön, dass sie viel Licht bekommt. Also, aber wir werden sie später auch nochmal, wir werden sie bald mal umtopfen, weil die hat keinen Wurzelplatz mehr hier, also keinen Wurzelraum mehr zum Weiterwachsen. Also man sieht hier das kräftige neue Blatt rauskommen. Ist eine kanarische Bananensorte, deswegen bin ich schon gespannt, wie sie diese Pflanze jetzt weiterentwickelt hier. Ob sie ein ganz großes Blatt rausschiebt, das interessiert mich besonders gerade. Ja, also ich bin mit diesem Blattspray sehr zufrieden. Ja. Aber die habe ich schon eingesprüht, die muss ich jetzt nicht nochmal einsprühen. Dann zeige ich mal kurz die Mango. Die habe ich auch schon mit Blattdünger versorgt. Und die Blätter werden nach und nach grün allmählich. Hier kann man sehen, die Blätter härten allmählich aus, langsam. Nach und nach. Ich versuch's mal so. Naja, man kann hier den kleinen Keimling vom karibischen Faunstor habe ich mal einen Samen ausgesät und das hat super funktioniert. Ich habe ihn nur noch von der Höhle befreit, weil er sich nicht selbst befreien konnte und ja. Ja, und daneben hier wächst Sauerklee drin, den lasse ich noch drin wachsen. So. Na, so kann man es sehr gut sehen. Also man sieht, die werden allmählich grün. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber ich gehe davon aus, es wird ein paar Tage noch. Also ich werde nicht mehr lange warten müssen, bis diese
Mango endlich grüne Blätter hat und da die nächsten ausbilden kann, wenn sie diese fertig gemacht hat. Und ja. Und ich finde, sie sieht immer noch kräftig gesund aus, wie beim ersten Tag, wo ich sie mir gekauft habe in Teneriffa. So. So, jetzt noch mal zum Jacaranda. Der Baum ist sehr schön. Hat ein paar Blätter abgeschmissen, weil er sich erst wieder an die Temperatur gewöhnen muss. Er wird bald wieder neu austreiben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er jetzt ein wenig anfängt auszutreiben. Langsam. Man sieht hier nämlich oben, mal gucken. Ja. Ich versuche es mal anders. Man sieht hier allmählich. Man sieht hier den Neuaustrieb oben in der Mitte. Die Blätter sind nämlich noch gar nicht aufgetaut, letzte Mal, wo ich mir die Pflanze angeguckt habe. Und es ist ein Anzeichen, dass sie bald wieder anfängt zu wachsen. Und das erfreut mich wirklich sehr. Ein Anzeichen, dass es wirklich funktioniert, dieses Spray. Es scheint wirklich den Pflanzen gut zu tun. Und hier drin wächst alles Mögliche an Sauerklee, wie man sehen kann. Also es ist ein richtig großer Sauerklee hier drinnen. Der ist richtig dunkelgrün geworden jetzt. Am Anfang hat er noch ein bisschen so gezögert, aber jetzt fängt der Klee an, richtig dunkelgrün zu werden. Das sieht sehr schön aus. Ich lasse ihn mal weiter wachsen, weil ich finde die Blüten so schön, diese gelben Blüten. Deswegen will ich noch behalten, den Klee hier drin. Und ja. Und ich bin so zufrieden, dass der Baum anfängt wieder zu wachsen. Wir werden ihn gleich mal mit diesem Spray einsprühen. So, das reicht schon. Das reicht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen, ein Like oder abonniert mich oder empfehlt mich weiter an Leute, die anfangen möchten zu gärtnern, und ich werde mich immer zur Verfügung stellen mit Fragen und alles Mögliche. So, ciao.